Hallo und herzlich willkommen zu einer Verblendung. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Mir sind vielleicht ein, zwei Fehler gerade aufgefallen, die ich hätte vermeiden sollen, damit ich jetzt nicht mehr Arbeit habe. Unter anderem habe ich nicht hier drauf geachtet. Ich habe nämlich hier einmal einen Durchglitscher und zum Zweiten habe ich das hier nicht berücksichtigt. Diesen Hohlraum hier, den hätte ich vermeiden sollen, dann hätten wir das nicht überall gehabt. Ansonsten ist mir gerade noch beim Rundflug, da warst du noch nicht dabei, da bin ich hier einfach mal so rumgeflogen. Und da ist mir das nämlich aufgefallen. Und mir ist aufgefallen, dass ich bei einer Stelle noch kein Terraforming betrieben hatte. Aber ich weiß, war das hier? Ja, hier war das, genau. Das sah nämlich so unschön aus. Dann war ich nämlich so dran und ich denke, wieso ist hier so ein Durchglitscher? Wenn ich das kopiere, ist dann hier auf einmal so ein Durchglitscher? Kann ja nicht. Und dann bin ich zur Ursache hingeflogen und hatte festgestellt, ha, ja gut, da habe ich vielleicht ein bisschen schlampig gearbeitet. Aber nichtsdestotrotz, das werden wir heute, denke ich mal, alles beheben. Dann würde ich anfangen, fangen wir an mit dem Fundamente. Das heißt, wir glätten einmal hier, das ist ja die kleinste Arbeit. Guck, fertig. Haben wir schon mal einen Fehler behoben. Der andere könnte ein klein bisschen aufwendiger werden. Moment, wo war das denn hier? Da ist es doch. Ich wollte gerade sagen. Warte mal. Das ist aber nicht das fertige Element. Heißt, wir haben nämlich hier einen Durchglitscher. Jawohl, da haben wir ihn. Und den werden wir jetzt natürlich schnellstmöglich korrigieren. Moment. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben nämlich da auch noch einen Durchglitscher. Guck dir das mal an. Och, je. Und das sieht nicht schön aus, ne? Moment, wenn ich den jetzt hier... Ne, den, doch, den. Wenn ich den jetzt ein bisschen rausziehe, ne? Dann haben wir den Glitscher nicht mehr. Oder wir drehen ihn ein klein bisschen. So, ist ja alles Manufaktur, heißt alles mit der Hand gefertigt hier, ne? Alles Unikate. So, okay, das haben wir schon mal geregelt. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns um den nächsten Durchglitscher, weil das sieht jetzt eigentlich ganz... Das sieht immer aus, als ob da noch mehr durchglitscht, aber das ist irgendwie nur so ein optischer Effekt, keine Ahnung, so eine optische Täuschung. So, jetzt haben wir hier den nächsten. Ne? Das heißt, da werden wir auch einmal ganz kurz einmal ein klein bisschen nach hinten ziehen. Und den hier werden wir natürlich auch... korrigieren und zwar warte, dann müssen wir den hier wieder ein bisschen, das heißt theoretisch ja, es ist es war kein Fehler, sondern das verleiht nochmal alles eine individuelle Note. So können wir das am besten deklarieren. Ja. Damit könnte ich leben. So, einmal und dann müssen wir den hier noch kurz anpassen. Und das ist ja relativ schnell. Da sind wir jetzt drin geübt, ne? Das heißt, da müssen wir... Ne, doch, ein bisschen müssen wir. Ein klein bisschen drehen. So, fertig. Oder? Sieht gar nicht gut aus, denn da unten haben wir noch... Oh, warte mal, haben wir das jetzt da hinten auch wieder... Oh, Mann. So, ne? Nee. Das ist der tatsächlich. Guck dir das an. Da. Sieht gut aus. Okay, dann müssen wir den auch nochmal kurz kontrollieren. Ja, muss alles hübsch sein. Das sieht aber gut aus. So, dann schauen wir ihn nochmal kurz hier. Sieht auch sehr gut aus. Und jetzt haben wir nur noch hier den Glitscher. Los Glitchers. So, Los Glitchers werden wir jetzt einmal korrigieren. Weil die Elemente werde ich ja nicht mehr verschieben. Okay, das hat jetzt mit dem Glitch nichts zu tun, aber ich könnte theoretisch auch schon... Moment. Ich könnte jetzt auch theoretisch schon die... Moment. Bin ich da jetzt zu weit raus? Ja, ein bisschen, ne? Okay, müssen wir nochmal kurz korrigieren. Theoretisch könnte ich unten auch schon die Sockel direkt machen. So, das heißt, da müssen wir jetzt auch noch mal ein klein bisschen nachkorrigieren. Nicht so viel, not too much. Ich sehe das nicht immer. Weißt du, ich muss ja so nah wie möglich am Pfeil sein. So,
damit ich halt das drehen kann. Ne, noch ein bisschen. Präzise drehen kann, so. So, ne? Oder? Ja. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob ich das damit geregelt bekomme. Wenn ich die jetzt... Jo. Ja, sieht besser aus. Okay. Heißt... So. Nee, warte mal. Doch. Doch, doch, doch. So ist richtig. Okay, muss ich den jetzt wieder ein bisschen nachkorrigieren? Ein klein bisschen. Ein klein bisschen habe ich gesagt. Danke. So, noch mal ein bisschen. Ja, ist doch ein bisschen aufwendiger als gedacht. Das habe ich so ein bisschen unterschätzt. So, perfekt. Okay, jetzt muss ich aber die anderen noch mal kurz kontrollieren. Hier oben. Ne? Weil wir haben ja hier überall eine saubere Kante, aber das hier gefällt mir nicht. Heißt, das würde ich dann einmal... Gut, das hier ist ja relativ schnell erledigt. Ne? Das ist ja, guck hier, schupp. So, und dann müssen wir hier nochmal ganz kurz ein bisschen nachbessern. Oh, warte mal. Doch, war richtig. So, vielleicht ein bisschen höher. So, ne? Perfekt. So, nächste Kante wäre dann diese hier. Das heißt, heute korrigieren wir alle Fehler. Manufakturarbeiten natürlich. Und dann können wir nämlich eigentlich mit den Podesten weitermachen. Ja, Moment, da müssen wir noch ein bisschen höher gehen, einen kleinen Ticken. Sehr schön. So, und dann brauchen wir nur noch die hier, das, die vierte Kante. Und die vierte Kante ist gut. Die vierte Kante ist gut. Und das ist die fünfte Kante. Und die fünfte Kante ist gut. So, jetzt können wir nämlich hier... Okay, den können wir theoretisch... Ne, den brauchen wir doch. Okay. Warte, können wir den hier eventuell... Ne, können wir auch nicht verziehen. Okay. Ich hatte gedacht, da können wir ein paar Teile sparen, aber geht nicht. So, einmal. Das war jetzt Arbeit. Das war jetzt... Was ist hier passiert? Wieso kriege ich die nicht rausgezogen, die Ecke? Hui! Okay. Okay, ich verstehe. Ich verstehe nicht. Was ist hier los? Warum kommst du nicht ganz nach oben? Okay, pass auf, dann machen wir das mal ein bisschen feinfühliger. Vielleicht ziehen wir das hier einfach ein bisschen raus. Könnte ja sein, dass hier eventuell der Fehler lag. 9. Okay, pass auf, dann machen wir ein bisschen stärker. Dann machen wir das auf 50%. Okay, ich glaube, das war jetzt ein bisschen zu much. Ja, ich glaube auch. So. Fehler erledigt. Manufaktur erledigt. So, dann haben wir nächste hier. Da können wir jetzt einfach so. Ini, mini, mu. Und nächste ist hier. Ich kenne ja meinen Brunnen wie aus der Westentasche, deswegen, das ist alles kein Problem. So, und hier müsste noch einer sein. So, den ziehen wir auch ein bisschen rein, fertig. Oder? Nein, da war alles in Ordnung und hier war alles noch. So, das haben wir schon mal. Jetzt kommt das hier. Da können wir jetzt sagen, pass auf, theoretisch, die hier... Können wir uns jetzt rüberziehen nach hier? Das wäre eine Option. Oder wir kopieren die von hier nach da. Wenn wir die von hier nach da kopieren, also nach hier ziehen, wäre es ein bisschen einfacher. Ah, warte mal, die sind sogar drei, ne? Drei in einer Linie, ja.
Das wäre einfacher, aber dann hätten wir hier Teile vergoldet. Und nicht gerade wenig. Ah. Aber das würde schneller gehen. Ach komm. Wir nehmen jetzt die mit rüber. Und wenn wir dann irgendwann sagen, weißt du was, wir wollen Teile sparen. Dann würde ich sagen, kopieren wir die mit, dann löschen wir die. Okay? Das heißt, heute machen wir Progress. Heute kommen wir voran. Sieht doch schon mal hervorragend aus. So. Und wo kommt dieser Nippel her? Wo kommst du her? Was hast du hier zu suchen? Ist hier noch mehr? Nee. Ist nur noch der hier. Den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Das ist der. Der ist in Ordnung. Okay, das war's, ne? So, das heißt, 1, 2, 3 wird einmal rübergezogen. So, und dann kopieren wir uns die hier. 1, 2, 3. Hui! Also, ich würde sagen, das ging flott. Und das hier ging auch sehr flott. So. 3, 1. Oh. Hä? Hab ich hier ein Zwischending? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tatsache. 1. Aha, okay. Wieso habe ich da so viele? Okay. Muss das so? Ja, muss so wahrscheinlich. Der hat sich da schon was bei gedacht damals. Genau, da müssen wir jetzt aufpassen. Da können wir nur bis hier ziehen. Okay, den kann ich nicht drüber ziehen. Ich habe gedacht, die überlappen sich, aber das ist anscheinend nicht so. Doch, ist anscheinend doch so. Oh. Dann können wir die hier rüber ziehen. Guck mal, pass auf. Teile gespart. Die wir gespart haben, holen wir da innen wieder raus. So. Okay, wie machen wir das jetzt? Das ist klar, das machen wir hier so. Den können wir rüberziehen, ne? So. Jetzt brauchen wir aber... Jetzt müssen wir hier gucken, dass wir die Ecke irgendwie abgedeckt bekommen. So. Und hier vielleicht nochmal. Okay, das sieht hässlich aus. Dann lieber... Dann lieber die hier so ziehen, eventuell. Entschuldigung, dürftest du einmal, danke. Ah, dann kommt das da. Okay, warte mal. Pass auf, wenn wir jetzt die hier nehmen, ne, das waren diese drei, die wir gerade verschoben haben. Pass auf, die drei hatten wir verschoben. Schwuppdiwuppdiwupp. So. Und wenn wir den jetzt Millimeter nach links verschieben, bringt das nicht viel, weil das ist diese hier. Wenn wir die jetzt hier 1 Millimeter nach rechts verschieben, wie ich ja gerade sagte. Nee, die müssen wir... Müssen wir die reinversetzen, so einen Millimeter? Eventuell? So, ne? Ja, guck, siehst keinen Unterschied. Und da oben die Ecke ist gerade. Sehr schön. So, dann haben wir das jetzt schon mal sauber. Okay,
Also, Moment. Jetzt müssen wir kurz uns hier den hier nehmen und setzen den jetzt hier drauf. Weil dieses Element ist fertig. Ist fertig, ja. Hier müssen wir nochmal ganz kurz nachbessern. Na komm, komm, komm. Ja. So, dieses Element ist fertig. Dieses Element ist noch nicht fertig. Weil hier müssen wir nämlich noch mal ein bisschen nachbessern. Hier würde ich das wieder so machen. Ne? Hier würde ich das wieder so machen, dass wir sagen, weißt du was? Wir kopieren uns die drei hier. Okay. Sind da keine mehr drunter? Da waren noch immer welche noch drunter, oder? Ja, da sind noch welche drunter. Guck mal hier. Aha. Die haben sich versteckt. So. Weil, dann würde ich nämlich sagen, kopieren wir uns die hier nämlich hoch. Nach rechts. Und dann die hier drin vergessen wir einfach mal. Erstmal. Ne? Wie gesagt, die werden wir dann beim nächsten Mal wahrscheinlich, gehe ich mal schwer von aus, werden wir die dann werden wir die dann löschen. Wenn wir dann irgendwann Bock haben dazu. Das weiß ich noch nicht. So. Warum hat er da diese dicke... Guck mal. Siehst du das? Ah, okay, okay, okay. Ich glaube, wir müssen... Moment, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wo waren wir jetzt vorhin? Hier. Ne, hier war in Ordnung. Aber hier nicht. Weil wir haben hier die Kante. Dann müssen wir die auch wegmachen. So, und schwupp ist die Kante dünner. So leicht geht es. Das ist Slimfit. Okay, jetzt würde ich aber sagen, kopieren wir nur noch drei. Genau. Eins, zwei, drei. So, bis da. Nee, warte mal, das ist doch Blödsinn, oder? Doch, bis hier, ne? Genau. Und die hier können wir jetzt ein bisschen rausziehen. So. Ganz kurz was gucken. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Jetzt haben wir hier wieder die Ecke, ne? Okay, das liegt nicht an dem, sondern an dem. Ne, auch nicht. An beiden. Okay. Wie machen wir das jetzt? Wie verbleiben wir jetzt mit dieser Ecke? Ich könnte theoretisch gesehen die einmal nach innen ein bisschen drücken, so ein Millimeterchen. Und dann eventuell. So. Dann eventuell. Die andere auch nochmal. Ich müsste die so weit reindrücken. Das geht ja nicht. Moment, habe ich die noch nicht rausgezogen? Kann das sein? Hallo. Ich würde gerne dich einmal rauskopieren, wenn das geht. Ist das in Ordnung? Hä? So, so. Nein. So, so, so. Gut, aber da gewinne ich jetzt nicht gerade viel, ne? Habe ich jetzt aber nicht viel gewonnen. Hm, hm, hm.
Warte. Theoretisch, ne? Theoretisch gesehen können wir sogar... Bis hier gehen. Dann könnte man die... Ne, ist das auch nicht. Okay, wenn man die jetzt ein bisschen... Oh, da muss man aber sehr weit reindrücken. Ne? Wieso macht denn jetzt wieder eine Ecke Probleme? Warum macht diese eine Ecke jetzt Probleme? Weil theoretisch gesehen müsste ich ja die auch noch rausziehen, ne? So. Oder sehe ich das falsch? Oh, warte mal. Wenn wir die jetzt hier raus... Wenn wir die jetzt hier rausziehen, ne? So, warte. Okay, das wird jetzt ein bisschen mühseliger werden, alle zu markieren. Das ist ja sehr gut. Wenn wir die jetzt alle rausziehen. So. Na. So, wenn wir die jetzt... Moment. Wenn wir die jetzt alle rausziehen... So, und hier noch. Okay, und hier noch, ne? So. Wenn wir die jetzt ein bisschen rausziehen, wirklich nur so ein Millimeter. So. Dann können wir ja, dann sieht die Ecke schon mal besser aus, also die hier. Dann können wir, theoretisch gesehen ja, hier auch noch mal ein bisschen weiter raus. Richtig? Dann hätte ich die hier... Achso. Dann hätte ich hier... nochmal, wo ich rausziehen kann. Wie viel habe ich jetzt ausgewählt? 5. Okay. So, warte, jetzt markieren wir die mal kurz. Alle zu treffen ist jetzt, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil das ja nicht mehr ein Objekt ist, sondern, naja, ein paar mehr. Ich hoffe einfach. Okay, ich habe nicht alle getroffen. So, wie weit... Moment, kann man die... Nee, ich kann die jetzt nicht von der Gruppe trennen, oder? Nee, kann ich nicht. Mist. Okay. So, ne? Glitscht nichts durch. So. Das heißt... Den muss ich einmal nachziehen. Zum Nachzögling. Ne, warte, den ja auch. So, dann habe ich hier nochmal einen Nachzögling. Moment, kann ich den jetzt auch mit markieren? Moment, den und den. Ja. So. Und jetzt habe ich den hier nicht mit markiert. Mist. Oh, warte. Nehme ich den? Nee. So, wenn ich den jetzt hier und den markiere, dann kann ich den, ja, ich eine eben. Moment, ging das hin?
So, jetzt kann der wieder weg. War es nur eine Hilfe. Und dann können wir sagen... Mist. Nein. Ich wollte hier hin. Und zwar... Moment. So, ne? Ich muss immer darauf achten, dass da hinten die Ecke nicht rauskommt. So, ne? Ja. So, welche Ecke ist das jetzt noch? Nein. Okay. Geht sich nur um Millimeter wieder? Heißt, wir können jetzt... Die Ecke sieht ja schon mal wesentlich besser aus jetzt. So. Dann können wir die nämlich hier runterziehen. Beziehungsweise nochmal einen Millimeter eindrücken. Wo ist mein Pfeil? Ah, da unten. Okay, ich hätte jetzt gerne, dass die Kante da... Oh, so, ne? Perfecto momento. So, müssen wir hier noch kurz nachkorrigieren einmal. Und zwar müssen wir jetzt hier sagen... Weg. 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 Okay, das Weg war jetzt eigentlich dumm. Weil das hätte ich jetzt eigentlich rüber, einfach nur ein bisschen rüberziehen müssen. Ah, egal. So, und dann machen wir hier nämlich... Einmal weiter. Sehr schön. Oh ja. Okay, und den Würfel kopieren wir uns jetzt hier hin, weil der ist jetzt auch fertig. Der Block. Oh, Hälfte haben wir fertig. Ich würde sagen, die andere Hälfte machen wir dann beim nächsten Mal. Weil das ist doch aufwendiger als gedacht. Dadurch, dass wir hier Manufaktur betreiben. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.